wir bekommen ein Rematch gegen HD. Ich habe immer noch mein defensives Profil drin. Das heißt, er weiß noch nicht, dass ich mich höchstwahrscheinlich nicht vorne aufstellen werde. Und im letzten Match, für die, die es gesehen haben, haben die Würmer gegen seine Multimelter obsiegt. Und jetzt ist hier natürlich die Frage, wie machen wir hier weiter? Ich denke, dass man sogar hier den Speed-Specialist nehmen könnte und tatsächlich pushen könnte. Aber ich nehme ja Quick Supply. Wurde ich gut gewurmt? Das soll ja gesund sein, HD. Das soll gesund sein. So, was hat er denn? Rhino. Okay, da bin ich immer ganz froh, muss ich sagen, wenn ich dann hier theoretisch schon so ein bisschen Single-Target-Damage habe. Aber das Rhino stört immens trotzdem, ja. Jetzt stimmen wir die mal ein bisschen zentraler weiter vorne hin, das passt schon. Die werden zwar eventuell dolle zusammengezogen, aber ist okay. Wobei, die können wir ruhig mal noch eins hier nach außen stellen. Es müsste so eigentlich trotzdem passen. Und was holen wir hier dazu? Ist wieder so ein Setup, wo sich fast eher Fangs in Runde 1 lohnen. Die dann so mit nach vorne dackeln. Und ich glaube, das mache ich hier auch wieder so. Ja, weil wenn ich hier die Crawler hole, die rennen da sehr schnell rein, sind schnell sofort tot. Das Einzige, was ist, er holt hier höchstwahrscheinlich Crawler und ja, dann laufen meine Crawler halt nicht in seine Crawler rein. Und meine Marksmen feuern sehr viele Schüsse auf seine Crawler ab. Weil Crawler sind ja da auch wieder ein okayer Clear gegen andere Crawler und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal. Wir werden es ja gleich sehen. Tick, 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 tick. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, hier kann ich kaum schreiben mit meinem Kabel. Ja, und die kommen jetzt hier ein bisschen spät, aber ich denke, es ist noch okay. Jetzt laufen die hier nämlich langsam vor die Marksmen. Weiß jetzt nicht, ob das andere nicht hätte besser funktionieren können. Das hätte man dann tatsächlich mal ausprobieren müssen in so einem Replay-Feature. Aber ich denke, so ist okay. Ich glaube, dass die Crawler da eventuell verloren hätten. Könnte man ja Runde 1 mal austesten. Wenn ich dran denke, dann teste ich es mal noch aus. Okay, also Shield Airdrop ist gegen das, was er da hat, natürlich extrem gut, muss man sagen. Es sei denn, er holt jetzt Artillerie. Und das wird er wahrscheinlich tun. Deswegen sollte ich eigentlich eher das Nano Repair Kit auswählen. Und ich habe ja auch das Geld dafür. Und dann nehme ich das mal. So, was hat denn jetzt hier mehr Schaden gemacht? Die haben mehr Schaden gemacht. Dann nehme ich es einfach mal. Und ja, ich will jetzt halt auch Artillerie. Man könnte hier jetzt tatsächlich sogar direkt Phönixe spielen. Ist auch interessant. Überschneidet sich so ein bisschen von denen. Ja, aber würde die Runde hier höchstwahrscheinlich holen. Nur, die Artillerie, die brauche ich halt eh. Argument dagegen ist natürlich auch wieder, wahrscheinlich wählt er auch Nano Repair. Ich könnte jetzt auch direkt nochmal Defense drücken, um die noch mal ein bisschen zu pushen. Ich weiß nicht, ob sich das so richtig lohnt. Früher oder später gebe ich es aber eh aus. Ja, und hier hätte ich jetzt zum Beispiel einen Phönix dagegen gehabt. Kann man machen. Da wir aber höchstwahrscheinlich beide nicht sonderlich viel Schaden nehmen werden, über die Runden jetzt verteilt. Ja, seine Crawler sind hier jetzt natürlich wesentlich stärker. Jetzt, da er Artillerie hat, brauche ich auch unbedingt Crawler. Was schreibt er denn da? Oh, hab gerade gesehen, dass ich verplant habe, das Turnier hat gerade angefangen. Upsi. Ist nur Mini. Spiel lieber mit mir.
So, jetzt habe ich mir natürlich meinen anderen Gedankengang verloren. So, jetzt ist natürlich interessant. Improved Wasp ist eigentlich super stark, ja. Aber spiele ich hier im Standard versus Standard nicht. Kommt auch ein bisschen zu spät, glaube ich. Also das würde ich jetzt hier nicht mehr anfangen. Das ist interessant, der Tech Research. Aber ich glaube, ich nehme hier trotzdem immer das Orbital. Ist natürlich die Frage, wie man das hier so hinsetzt. Ich glaube, ich setze es hier so hin. Und da ich jetzt Schaff hole, habe ich auch das Geld gegen ein potenzielles Orbital hier einfach zwei Schilde zu stellen. Das ist so schon okay. Natürlich die Frage, wo ich die hier jetzt hin platziere. Ich denke einmal hier hinten hin. Vorne muss natürlich auch noch einer hin. Hier orbital ich halt. Das heißt, da wird es wahrscheinlich einfach sterben. Das heißt, ich pack meinen Schaff hier einfach mal rechts hin. Er nimmt aus Orbital, packt es zentral. Hätte ich auch machen können, ist immer so eine Sache. Hier steht halt potenziell mehr, ja, als in der Mitte. Dafür schildet man in der Mitte in der Regel nicht. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass das jetzt hier richtig schön drauf geht. Artillerie mitnehmen wäre natürlich das Optimum, weil dann würde das Schildchen niemals fallen. Und ja, das war natürlich ideal. Und dann habe ich die Schilde für nächste Runde. Dann ist es auch nicht so eine Verschwendung. Jawohl. Ich meine, die Artillerie könnte den Schild hier noch knacken. Dauerlicherweise, hier rennen nämlich auch noch ein paar Crawler rein. Schade. Ist da noch ein Crawler? Ja. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, das war der Gedanke, wir nehmen hier ja nicht viel Schaden jeweils. Und da möchte man meist diese kurzfristigen Plays, die nur eine Runde gewinnen, nicht unbedingt machen. So, was nehmen wir denn jetzt hier? Da mag ich halt trotzdem die Phönixe, selbst wenn ich hier damit angefangen habe, schon allein wegen des Rhinos. Er könnte das natürlich verkaufen, ich werde aber hier die mal so an den Rand setzen, hätte ich gesagt. So, jetzt holen wir mal die restlichen Crawler noch hinzu, die ich hier sowieso brauche. Ich könnte ja generell Phönixe gehen und dann halt hier mit Feuer. Ja, ich war Quick Supply, Rhino, so. Ich meine, die haben ja schon gelevelt, aber ich mag Phönixe eigentlich recht gern. Und davon müsste ich auch noch einen Crawler hinsetzen. Mache ich einfach die Runde. Sollen die mit hin und her laufen? Könntest du ja so entgegengesetzt laufen lassen. Einer läuft da lang, einer läuft da lang. Öl ist natürlich auch eigentlich ganz nett. Sollte ich diese Runde auch mal kaufen. Mache ich auch direkt. Kann ich ihm hier hinsetzen, oder? Weil er wird jetzt hier wahrscheinlich kein Schild stellen. So, Beacon brauche ich noch. Und dann brauche ich nächste Runde Artillerie und... Artillerie und Feuer. So, er nimmt die Scorpions. Ja, da ist es schon mal ganz gut, dass ich jetzt hier die Phönixe mit habe. Level 3 Scorpion. War da Level 3 Scorpion im Angebot? Was soll denn das? So, die haben jetzt hier natürlich keine Reichweite. Hat der überhaupt Anti-Air? Ja, ein paar Fangs halt. Wenn die Phönixe sich jetzt hier drauf mal konzentrieren würden, wäre das wunderbar. Ich habe natürlich jetzt nicht so tollen Schaft hier. Na, ich glaube, die Fangs werden tatsächlich meine Phönixe besiegen. Wobei, da sind nur noch ein paar. Die können ja aber gut Level bekommen. Und Feuer liegt halt. Das müsste er komplett hier schilden. Will er eigentlich nicht.
Oh, das ist aber auch teuer hier. Ich will das Super Supply aber mitnehmen. Oh, ist das alles teuer. Okay. Folgendes. Verkaufen. Kann ich die... kann ich die jetzt schon verkaufen? Ich glaube, die kann ich jetzt noch nicht verkaufen. Ich brauche die noch so ein bisschen als Schaftlehrer hier in der Mitte. Das ist das Problem. Alles, was hier so ein bisschen ranläuft. Er kann jetzt natürlich hier so Öl reinsetzen und das hier so verbinden, ja. Das ist natürlich fies. So, jetzt gucken wir mal. Okay, also da geht schon ein ordentlicher Chunk weg. Und dann lenken wir sozusagen ihn hier so in das Öl rein. Na, eigentlich müsste ich ein Schild stellen. Reichweite. Na, wäre alles noch vonnöten. Aber er macht's nicht, er verbindet hier kein Öl oder so. Ein Edelmann. Mal sehen, ob das hier überhaupt anzündet. Jetzt müsste, ja. Schon nett. Jetzt hier irgendwie Anti-Air ausgegeben, nur Reichweite, okay. Ja, und der Plan ist halt, Boden unter Feuer setzen und drüber hinwegfliegen, ja. Das Laser ist halt ganz gut. Improved Sandworm wäre da auch wieder interessant. Aber ich mache jetzt hier mit dem Phönixen weiter. Okay, und ich denke, jetzt kann ich die hier auch verkaufen. Ist nur die Frage, wo ich das Item dann drauf packe. Also das mal hier drauf, das mal ganz klar. Nano-Repair auf sowas. Vielleicht baue ich ja später noch einen Giant. Weiß nicht. Oder ich grade den noch ab. Der noch ein bisschen durchhält, verkauf er den anderen. Kann ich eigentlich auch machen. So, und Phönixe brauchen jetzt erstmal noch Reichweite und ich brauche noch mal mehr Phönixe, ja? So. Das machen wir mal hier als allererstes. So. Hier brauche ich jetzt auch Reichweite noch drauf. Und jetzt machen wir jetzt weiter. Den noch für diese eine Runde upgraden, in der er hier natürlich reinfährt, ist das absolut sinnlos. Oder er beginnt hier selber mit diesem Öl. Ich muss hier, glaube ich, das Schild stellen, dass ich hier nicht komplett mit meiner Artillerie und meinem Schaff gleich am Anfang verbrenne. Und dann nächste Runde muss ich natürlich hier wieder so meine Crawler aufstellen, hier so am Rande außen, falls er mit seinem Artilleriegedöns anfängt. Und ja, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwas so nah Schaff clear noch brauche. Oh, jetzt habe ich die Beacon gar nicht gesetzt. Upsi. Naja, ihr sollt mal die hier abfangen. Er beacon sich ja selber so ein bisschen. Ah. Jetzt will er das hier am Rande machen. Hat er gut gemacht. Kann man machen. Jetzt verbrennt halt ihr auch mein Schaff mit. Okay, hier liegt halt nicht genügend Feuer, wie man unschwer erkennen kann. Elite brauche ich noch auf den Phönixen. Ha! Dominiert. Melter. Ich meine, kann man machen. Brauche ich aber alles nicht so richtig. Das könnte er machen. Nein, ich nehme den Melter hier mal mit, ja.
Der ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Ich verkaufe den auch nicht. Jetzt müsste ich hier das halt noch ein bisschen schneller clearen. Heißt, ich brauche aber auch mehr Chaff, der hier von der Seite so mit nach vorn rennt. Den mache ich hier mal hin. Der kommt halt hier hin. So. Dann holen wir noch... Er fängt bestimmt auch an mit Feuer. Könnte ich wetten. Das heißt, der muss hier hin. Gebe ich dem Tech? Spiele ich den überhaupt? Verkaufe ich den nächste Runde? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Sollte ich den eher in die Mitte hinsetzen? Weiß ich auch nicht. Ich stelle den mal auf die Seite hier mit dem, mit den Phönixen noch. So, die Schilde muss ich wieder stellen, damit hier feuermäßig kein Unsinn passiert. Und ich gebe sogar gleich mal Elite aus. Ich könnte sogar gleich noch Reichweite ausgeben zusätzlich. Ich könnte die aber auch ein bisschen uppen noch. Okay, let's go. Ah, da ist das Öl, der Fiesling. Dann renne ich mich hier wieder mit an. Hat er jetzt hier Feuer ausgegeben? Nee, er arbeitet hier mit meinem Feuer und hat die Bolts. Okay, okay. Normalerweise müssten die Phönixe hier ganz gut dagegen sein. Phönixe brauchen halt noch mehr Schaden, ja, die müssen ja einfach leveln. Schilde möchte man ihnen dann natürlich eigentlich auch geben gegen die feindlichen Marksmen. Und die Artillerie ist halt eigentlich auch gegen die feindlichen Marksmen da. Ja, der Melter ist ein bisschen sinnlos, den kann man verkaufen. Die Reichweite brauchen wir hier auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier wieder Öl. Das heißt, er wird eigentlich großflächig schilden. Ich muss es halt trotzdem probieren. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich auch Schilde ausgeben für meine Phönixe. Ich mach's halt. Das heißt, diese Runde hole ich aber wahrscheinlich keine Phönixe hinzu. Dann haue ich hier in der Mitte mal das Orbital mit hin. Dann kommt außen noch der Crawler hin, falls er mit Feuer halt anfängt, ja. Dann könnte ich den Melter verkaufen. Aber da ich diese Runde eh nicht so viel andere Sachen investieren will, wobei... Ah, Mist, ich hätte es machen können. Eigentlich können wir auch schon einen Kredit ausgeben hier. Ich glaube, ich verkaufe den Melter. Setzt man das sogar auf die drauf? Ist ein bisschen merkwürdig, ja. Geben wir denen sogar mehr HP. Okay, ich habe mich anders entschieden. Ich will noch mehr. Ich will doch noch mehr davon. Geben wir die hier hin. Geben das Upgrade noch aus. Das noch. Gott, jetzt habe ich gar nicht. Machen wir das auch noch. Eigentlich wollte ich nur ein Schild in der Mitte stellen. Ziehen wir ihn hier noch so ein bisschen rein. Teure Upgrades. Aber dadurch müssten die auf jeden Fall überleben, auch gegen den Orbital. Ihr Schild hat er gestellt. Öl liegt leider kaum. Brauche ich noch ein bisschen mehr Fangs, die später mit nach vorne laufen. Damit die Phönixe nicht gleich unter Beschuss geraten. Liegt nicht so richtig genügend Feuer. Also die Phönixe sollen eigentlich nicht auf diese kleinen Fangs die ganze Zeit schießen. Das ist immer noch so ein gewisses Problem hier. Na, sehr schön. Hier klappt es jetzt besser.
Aber wir ernähren uns hier ganz langsam. Vielleicht hätte ich auch noch gar keinen Kredit ausgeben sollen. Aber es ist halt eigentlich schon ziemlich spät im Spiel, ja. Okay, ich denke, das ist hervorragend. Und das bedeutet für mich auch, ich muss hier unbedingt weiter spammen. Eigentlich auch Artillerie. Und Schilde. Die hier ist irgendwie so mit rein. Ich weiß gar nicht, wie ich die hier hinpacken soll. So. Eigentlich müssen die besser verteilt sein. Eigentlich wollte ich auch noch mehr Fangs. Ich habe halt keinen Spielraum hier mehr. So, die könnte ich auch noch mal mehr upgraden, oder? Dass die noch mehr Schaden machen hier. Bisschen doof, wie die Artillerie hier positioniert ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, er hat jetzt Quickshot, was sehr gut gegen meine Phoenix ist. Und ich hoffe, dass jetzt hier genügend Feuer halt liegt. Hatte ich überhaupt Reichweite gedrückt? Ja, hatte ich. So, und die Range hat er auch genommen, oder? Von den Stormcornern, ja, muss er halt. Dass hier immer noch einzelne Crawler rumrennen, ja. Gibt's nicht. Brauche aber halt auch mehr, trotzdem noch mehr Phönixe, ja. Normalerweise. So, jetzt haben wir Phasian War Factory. Oh, die schaltet er doch hundertprozentig aus. Er hat ja sogar hier schon das Dings drauf. Könnte natürlich hier eine produzierende War Factory reinholen. Ja, schon eine Möglichkeit. Also einfach damit probieren und mit Ablenkung schaffen. Weiß nicht, ob das viel bringt. Bleibt halt hinten und dann fährt Zeug vor. Ist das eine gute Variante oder bot ich mich jetzt damit ins Aus? Gleichzeitig könnte ich halt versuchen, dass die Artillerie mich hier nicht beschießt. Wenn ich sozusagen das und das ausgebe. So, jetzt brauche ich erstmal wieder Schilde. Reichweite auf jeden Fall. Die müssen auch gelevelt werden. Dann brauche ich hier die noch, dass die langsam mit nach vorne laufen. Hier brauche ich auch nochmal Fangs, die langsam mit nach vorne laufen. Ja, die packe ich mal hier hin. So, die sterben hier relativ schnell. Ich meine, es ist ein Versuch, ja. Probier's mal. Ja, macht's mit Raketenabwehr Mustangs auch eine interessante Idee. Ich glaube, es ist sogar stärker als meins hier. Jetzt liegt hier nicht genügend Feuer.
Und meine Factories werden zu schnell ausgeschalten. Ich meine, es ging beides so in die Richtung mit, die gegnerischen Raketen negieren, ja. Aber seins negiert es halt mehr. Ja. Und hier die Mustangs waren der bessere Call, das stimmt schon. Man hat immer nur ein bisschen Angst, wenn zu viel Feuer liegt, ja. So, jetzt hat er hier eigentlich schon gewonnen. Ja, GG. Aber schönes Game, schönes Game. War ein bisschen ahnungslos. Die Bredouille, die ich hier hatte am Ende, ihr habt es vielleicht gemerkt, normalerweise braucht man mehr Fangs, die vorlaufen und dann Marksman-Schüsse abfangen. Dagegen ist ja auch Quickshot gedacht, ja, dass die das auch einzelne kleine Ziele ein bisschen schneller beseitigen, weil sie brauchen ja den riesigen Schaden nicht, den sie haben. Gleichzeitig will man aber natürlich, wenn man dreifach gedeckte Phönixe hat, mehr Phönixe bauen. Und ja, das Problem ist aber, dass immer noch einzelne Crawler durchgekommen sind. Jetzt hat er aber komplett die Raketen negiert. Und hier war die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass sie schnell ausgeschaltet werden. Ja, andererseits, wenn ein paar Raketen landen und dann hier natürlich ein bisschen Feuer liegt, aber er ist halt komplett auf diese Mustangs gegangen, hat sich komplett alle Recruitment-Slots dafür geholt, ja. Von daher war das wahrscheinlich besser. Vielleicht hätte ich das auch so machen müssen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Was wir jetzt aber nochmal tun werden, ist, wir gucken jetzt mal in dieses Replay-Feature rein und testen mal zwei Sachen aus. Vielleicht einmal am Ende, wenn ich denn Mustangs mit Raketenabwehr geholt hätte, ja. Und das andere Mal noch diesen Anfang. Und das testen wir jetzt einfach mal. Beziehungsweise hier sehen wir jetzt erst noch, wie sie sich ausgewirkt hat. 2122 jetzt. So, und jetzt können wir hier in Runde 1 das Ganze übernehmen von mir. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das eigentlich wieder so wie vorhin, warum auch immer hier dieser grüne Rahmen jetzt fehlt. Und jetzt holen wir einfach mal die Crawler hinzu und schauen mal, wie das sich auswirkt, wenn die jetzt einfach da reinrennen, anstatt dass ich hier Fangs habe. So, okay. Und ich glaube, die hatte ich ein bisschen weiter vorne. Ne? So, gucken wir mal. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch ganz gut. Ich würde aber sagen, dass ich hier dann damit schlechter abschneide. Und letztendlich wollen wir hier erfahren, wenn der Gegner hier so ein Schaff-Heavy-Board hat, ob es besser ist, Crawler zu haben, die tatsächlich direkt in ihn reinlaufen, oder ob man Fangs von hinten laufen lässt. Und es scheint so zu sein, dass man hier trotzdem mit Crawlern etwas besser abschneidet. Also es gibt da, glaube ich, keinen Grund, die Fangs hier zu holen. Ich habe es jetzt nicht genau im Blick. Ihr könnt natürlich direkt zurückspulen, wie es abgelaufen ist. Aber ja, dann holt man halt im Zweifel einfach die Crawler trotzdem. Jetzt gucken wir uns noch die letzte Runde an. Und hier wählen wir jetzt die Mustangs aus. Und den verpassen wir jetzt hier natürlich Missile Intercept. Und wir verpassen, ich glaube, zusätzlich Range muss man ausgeben, oder? Und jetzt wählen wir einfach noch drei weitere aus. Was wir noch machen müssen, ist Reichweite. Was wir, denke ich, auf jeden Fall gemacht hätten, ist, dass wir hier immer noch die Schilde ausgeben. So, mal gucken, was wir hier noch machen. Und die hätten wir jetzt, denke ich, einfach hinten hingestellt. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass sie hier nicht verbrennen am Rand, ja. So, wo hat er denn seine Artillerie? Hier so am Rand halt. Okay. Und ich denke, die hätten wir hier auf jeden Fall noch weiter aufgelevelt. Und dann passt das eigentlich fast. Machen wir das so. Könnten wir hier theoretisch noch ein Device stellen. Das machen wir hier mal vielleicht auf die eine Seite ganz vorne hin. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das hier ausgewirkt hätte. Bin sehr gespannt.
Ich glaube, der größere Vorteil ist ja sogar noch von den Mustangs, dass diese kleinen ranrennenden Crawler mit beseitigt worden wären. Und natürlich, diese Mustangs sind gegen die anderen Mustangs gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem unter. Wäre aber auf jeden Fall besser gelaufen. Viel besser. Gucken wir mal noch, ob ich hier an die Marksmen rankomme oder nicht. Die sind halt übel mit Quickshot, ja. Eigentlich sollen die halt verbrennen. Also verloren hätte ich wohl trotzdem, aber es wäre wesentlich stärker gewesen. Wobei, die Phönixe hier an der Seite, die machen sogar noch Arbeit. Aber er fängt diese Raketen hier noch ab, ja? Sonst würden die hier eventuell sterben. Okay, aber ich meine, darauf hätte man aufbauen können, aber ich glaube, dauerhaft hätte er ja hier trotzdem mit seinen Quickshot-Elite-Marksmen die Nase vorn gehabt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.